So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu einer weiteren Folge von Züge in Bayern on Tour, und zwar der Folge 30. Wir haben heute Montag, den 20. September. Wir schreiben 9.15 Uhr. Ich bin hier in Augsburg Hauptbahnhof am Gleis 5. Wir haben heute bewölktes bis regnerisches Wetter. Am Nachmittag soll vielleicht noch ein bisschen die Sonne rauskommen und 15 Grad, aber kühl. Nichtsdestotrotz fahre ich für euch heute raus, um jetzt dann gleich mit dem Flixtrain 25 nach Würzburg zu fahren. Ich werde euch jetzt die Einfahrt filmen, dann innen drin Bilder machen und filmen, die Ausfahrt in Würzburg filmen, und dann werden wir gucken, denn dieses Züge in Bayern und Tour wird nicht eins aus Franken, sondern eins, wohin uns die Reise trägt. Ich hoffe, wir werden sehr viel spannenden Zugverkehr sehen. Mit der Flixtrain-Fahrt wird gut. Und ja, was bleibt mir nur noch anderes zu sagen, als euch viel Spaß beim Video zu wünschen. Viel Spaß und Film ab! So, auf Gleis 1 fährt jetzt ein, der IC von München nach Karlsruhe, Abfahrt 9.21 Uhr auf Gleis 1. Das ist eine Baureihe 101 von DB-Fernverkehr mit DB-Fernverkehrswegen. Und anschließend müsste eigentlich auch schon unser Flix reinkommen. So, unser Flixtrain wurde soeben von der Anzeigetafel gestrichen. Mal gucken, wie das weiter ausgeht. Die DB versucht offensichtlich alles, dass die Konkurrenz schlecht gemacht wird. Aber es wurde auch keine Verspätung oder so durchgegeben. Mal gucken. Also, neue Prognose. Ich habe gerade eben eine SMS vom Flixbus bekommen. 60 Minuten Verspätung. Dann bleiben wir eben noch eine Stunde hier in Augsburg. Wir werden dann unter anderem die 101.066 einzig anders am ECE 217 sehen. Abfahrt 9.42 von Gleis 4, was so richtig cool ist, von Saarbrücken nach Bischofshofen. So, hier unten steht die Grenzenlos für Sie im Einsatz 185 von Rhein-Cargo an einem Kesselzug. Den sehen wir bestimmt auch noch rausfahren. So, mittlerweile ist er wieder angeschrieben mit Verspätung 20 Minuten, unser Flixtrain. Da hört ihr es. Jetzt kommt erstmal die 101.066 mit dem EC nach Bischofshofen. Und der vorherige Zug war die Regionalbahn nach Bobingen, Abfahrt 9.33 von Gleis 12. Das waren den 41 von der BRB vom OLB-Netz. Schaut mal, was dort noch eingefahren ist, und zwar ein Rhein-Cargo-Doppelzug. Vorne eine 185 und hinten eine 187 mit nochmal mit dem Kesselzug. Cool, oder? Ganz ehrlich, ich finde es sogar richtig gut, dass der Flixtrain Verspätung hat, weil dann kommt das Highlight ein bisschen später im Video und nicht gleich am Anfang. Das ist gut. Mir kann es ja eh wurscht sein, ne? Jetzt fährt erstmal der EC nach Bischofshofen aus. Ich hänge euch da gleich ein Foto dran von der Lok.
herrlich, oder? Richtiges Zeichen. So, die grenzenlos für Sie im Einsatz 185 rangiert jetzt weg vom Zug. Vielleicht ist das das Antwerpen-Shuttle und fährt heute wieder über die Allgäubahn, also über Kempten. Läuft ja schon wieder richtig bei DB Fernverkehr. Aber gut, bei Flixtrain ist es auch nicht besser. Aber trotzdem. So, der nächste Zug, den wir uns anschauen, ist der Lind 41 von der BRB, vom ULB-Netz, als RB 69 von Augsburg nach Landsberg über Bobingen, Abfahrt um 9.48 Uhr auf Gleis 10. Und den RE 79 von Buchloe, Ankunft 9.42 Uhr auf Gleis 12. Das ist auch ein Zug von der BRB, vom ULB-Netz. Was für einer werden wir gucken. Ach ja, und der Zug aus Buchloe hat 8 Minuten Verspätung. Kennt ihr das, wenn ihr im Spiel im Zwiespalt seid? Dort hinten kommt ein STEG weg dran. Schwierig. So, und toi toi toi, die STEG weg dran wendet dort vorne wieder. Das heißt, wir wenden uns dem RE aus Buchloe, dem Lind 54, Baureihe 622 von der BRB zu. Ich nehme mal an, dass das Video aufgrund der Umstände nur ein Video nach Würzburg wird und dann wieder relativ schnell zurück nach Augsburg, denn ich muss um 17 Uhr schon wieder in Augsburg sein und es dauert immerhin 2 Stunden nach Würzburg, ne? Ich nehme euch dann heute übrigens in Augsburg nur jetzt zumindest die wichtigsten Züge auf, also sprich die IC, ICE, EC, Güterzüge und so. Und die Regionalzüge, die ich für wichtig halte, aber nicht alle, denn zu der Uhrzeit habe ich schon mal ein Video aus Augsburg, ein Bahnhofsvideo gemacht, da gibt es die zu sehen. Das ist übrigens der Zug nach Friedberg um 10 Uhr mit uns nach Schrobenhausen. Lind 41, Baureihe 648 von der BRB vom Ammersee Altmühltalnetz. Was der ICE dann für einer ist, der vorhin durchgesagt worden ist von München nach Essen, werden wir dann gucken. Die dort oben im Stellwerk haben schon einen echt coolen Job, ne? Fahrdienstleiter und Ansager und so. So, hier seht ihr die Regionalbahn 67 nach Schongau von Augsburg-Oberhausen über Geltendorf. Abfahrt um 9.51 Uhr von Gleis 9. Der heißt mit uns nach Kübach und Radersdorf. Lind 41, Baureihe 648 von der BRB vom Ammersee-Altmühltalnetz. Und ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, der heißt mit uns nach Schrobenhausen, der um 10 Uhr Richtung Friedberg. Ah, und fällt euch noch was auf zum letzten Mal hier in Augsburg? Die Baustellen sind beendet. Die Gruben sind zu und die Baustellen sind beendet und die Züge fahren wieder normal. Und guck, da kommt die STEG Vectron wieder. Baureihe 193 von STEG. Mit diesem Vogel drauf, auch cool. So, und auf Gleis 1 fällt jetzt dann gleich der ICE von München nach Essen ein. Da hinten steht auch eine Class 66 oder 77, aber von Eurocargo Rail und nicht von Rheincargo. Vielleicht wird der Zug übernommen von DB Eurocargo Rail, keine Ahnung. Also der Kesselzug, ne? Was seht ihr, dort hinten fährt die. Ah ne, der hat sogar nur einen Solo-Wagen dran. Auch interessant. Mal gucken.
Ankündigung gibt es übrigens in dem Video hier keins. Es gibt es erst nächsten Mittwoch, weil es noch nicht sicher ist, was ich anzukündigen habe. Und unser erster ICE muss natürlich standesgemäß ein ICE 4 Baureihe 412 von DB Fernverkehr XXL 13-teilig ohne Klimaschützer und ohne Namen sein. So, die Doppeltraktion Rheinkaro fällt der Kesselzug jetzt auch raus. Und der ist lang. Mal gucken, wo der herkommt, das weiß ich nämlich nicht. Ich glaube, er hat die Class 66 nach einer Zugzusammenstellung, weil die jetzt relativ weit nach hinten in den Rangierbahnhof gefahren ist. Aber jetzt erstmal zum nächsten ICE. Schon mal ein ICE 1. Baureihe 401 von DB Fernverkehr Klimaschützer. Und von wo der herkommt und welchen Namen der hat, werden wir uns dann gleich angucken. So, hier wird Lind 41 von der BRB rausrangiert, der vorhin aus Bobingen kam als Regionalbahn. So, und an den Lind 54, der vorhin aus Buchloe gekommen ist, wird noch ein Lind 41 draufgekoppelt und der fährt dann um 10.15 Uhr, was wir uns aber, denke ich, nicht anschauen werden, Richtung Buchloe wieder aus. Und das Ganze ist nur ein ICE 2 Baureihe 402 von DB Fernverkehr Klimaschützer. Auch okay, Namen gucken wir uns dann gleich an. Vorher fährt der ICE erst noch aus. So, da kommt der nächste Güterzug von DB Cargo mit einer Werbe. Vectron, Doppel Vectron, Sattelauflieger, Container und Wechselbrischenzug. Das war die Das ist Grün Werbe Vectron. Auch cool. Oh Gott, da hinten kommt die Baureihe 120 und der ICE fällt aus. Was machen wir denn jetzt? Wir schwenken hier drauf und zwar kommt auf Gleis 4 durch eine Baureihe 120 von DB Systemtechnik mit einem Messzug. Und jetzt rüber zum ICE 2. Heißen tut der Altenburg und kommt aus Hamburg-Altona. So, die nächsten beiden Züge sind jetzt dann zum einen der ICE 1701 von Berlin-Gesundbrunn nach München-Hauptbahnhof über München-Pasing, Abfahrt um 10.11 Uhr von Gleis 4
und der IC von München nach Nürnberg über Augsburg und Donauwörth, dann weiter nach Karlsruhe. Ausfahrt um 10.15 Uhr von Gleis 4. Es müsste in ICE2 Baureihe 147 von DB Fernverkehr mit den DB Fernverkehr Doppelstockwagen sein. Und der hier auf Gleis 4 werden wir gucken. Also natürlich fährt der ICE auf Gleis 4 ein und der IC nach Nürnberg-Karlsruhe auf Gleis 3. So, auf Gleis 8 fährt vorher noch aus, die RB von Dinkelscherben und Donauwörth, die hier zusammengekoppelt ist nach München als RE. Doppeleinheit, Baureihe 440 von DB Regio Bayern Fugger Express. Der hintere ist einer ausgeliehen von der Mainfrankenbahn und der hat Ausfahrt um 10 Uhr. 8 pünktlich auf Gleis 8. So, der ICE 1701 ist ein ICET Baureihe 411, siebenteilig von DB Fernverkehr, Klimaschützer mit dem Namen Waringen an der Enz. Und der müsste normalerweise aus Berlin-Gesundbrunnen kommen. So, wenn der IC2 da hinten auf Gleis 3 dann gleich eingefahren ist, da kommt als nächstes der IC von Salzburg nach Frankfurt, Abfahrt 10.17 Uhr von Gleis 1. Das ist eine 101 von DB Fernverkehr mit DB Fernverkehrswegen. Und zum anderen der ICE 880 von München Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona über Würzburg-Fulda. Abfahrt um 10.22 Uhr von Gleis 4. Das müssten ICE 1 Baureihe 401 von DB Fernverkehr sein. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kein Klimaschützer. Und mit Namen, den ich euch dann sagen werde. Genau, das heißt, wir haben dann sogar schon fast alle ICEs bis auf den ICE 3. Egal ob in Velaro oder Normalausführung hier gesehen. Richtig, richtig cool. Ganz toll. Und ja, so viel dazu. Immerhin hat sich bei unserem Flixtrain nichts geändert. Der hat immer noch 60 Minuten Verspätung. Okay, und nee, der Lind 54, der wurde nach hinten rangiert und bleibt erstmal hier stehen. Es fährt nur Lind 41 nach Buchloe. So, und bevor die beiden Fernzüge ausfahren, fährt noch die RB12 nach Eichach über Friedberg. Abfahrt um 10.14 Uhr von Gleis 2, Lind 41, Baureihe 648 von der BRB vom Ammersee Altmetallnetz. Und der hat den Namen mit uns nach Hohenpeißenberg.
Also zum einen für den Bahn- und Ansagenkanal in Augsburg-Hauptbahnhof gibt es manuelle Ansagen. Auf Gleis 7 ist vorhin eingefahren der RE7 von Augsburg nach Lindau-Reutin mit RE17 von Augsburg nach Oberstdorf. Abfahrt um 10.30 Uhr von Gleis 7, Doppeleinheit Baureihe 612 modernisiert von TB Regio Bayern. Und auf Gleis 5 ist eingefahren der RE9 von München nach Ulm Hauptbahnhof mit RE8 von München nach Treuchtlingen, Zugteilung in Augsburg Hauptbahnhof, Doppeleinheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern, wovon der vordere um 10.25 Uhr nach Ulm und der hintere um 10.28 Uhr nach Treuchtlingen fährt. Das heißt, dass unser Flixtrain noch ein paar Minuten mehr Verspätung drauf kriegt. Ist ja klar, dass die DB wieder mal vorgelassen wird. Alles, was ich zum ICE gesagt habe, passt. ICE1, Baureihe 401 von DB Fernverkehr, kein Klimaschützer. Namen sage ich euch dann auch gleich. Es wird so sein, dass wir den Zug jetzt erstmal als letzten in Augsburg aufnehmen. Sollte noch was Spannendes kommen, drücke ich nochmal drauf auf dem Auslöser, bis der Flixtrain kommt, weil ich nämlich jetzt dann gleich nur frühstücken tue. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Cool, alle ICEs bis auf den Dreier schon gesehen. Und heißen tut der ICE 1 Lichtenfels. Ach ja, und beim Flixtrain bleibt natürlich alles wie beim alten, wie ich es beim Intro schon gesagt habe. So werden wir es machen. Ach ja, und die Eichacher, Friedberger, Ingolstädter Züge sind die RB13, nicht RB12. Mein Fehler. Das ist übrigens der 401008, das heißt einer von den relativ allerersten ICE1. Auch cool, ne? Und wir werden doch noch einen Zug aufnehmen, während ich frühstücke, und zwar den RE7 nach Lindau mit RE17 nach Oberstdorf. Leute, ich glaube, ich komme nicht mehr zum Frühstücken, denn dort hinten kommt die TX Logistik 185 mit einem Mastzug und Sattelaufliegern und Containern drauf. Auf Gleis 10 durchgefahren, auch cool. Hier seht ihr den nächsten IC von Karlsruhe nach München, Abfahrt um 10.41 Uhr auf Gleis 4, Baureihe 101 von DB Fernverkehr mit Fernverkehrswegen. Ich hoffe, der Flixtrain kommt bald, weil mein Handy-Akku verreckt bald und da gibt es USB-Ladebuchsen.
So, da wird ein Lind 81 von der BRB als RB 77 von Augsburg nach Füssen. Abfahrt um 11.03 Uhr auf Gleis 12 bereitgestellt. Und jetzt kommt die RB nach Dinkelscherben und Donauwörth, Zugteilung in Augsburg. Doppeleinheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern Fokker Express. Der vordere Abfahrt um 10.51 Uhr nach Donauwörth, der hintere nach Dinkelscherben, Abfahrt um 10.54 Uhr. Und es kommt ein Containerkistengüterzug auf Gleis 7 oder 8 durchgefahren. Gezogen von der ELL Vectron. Konnte X Logistik angemietet, wie Love to Connect. Sattlauf, Flieger, Container und Wechselbrötchenzug. Nee, nur Sattelauflieger und Wechselbrötchen drauf. Das ist der nächste ICE 4 als normale ICE 4, 12-teilig, Baureihe 412 von DB Fernverkehr. Als ICE von München nach Berlin-Gesundbrunnen über Frankfurt. Gerade eben ist die SETG Vectron gekommen und hat ein paar Holzrungenwagen hinter sich hergezogen. So, jetzt kann die Reise endlich mit 105 Minuten Verspätung losgehen. Denn auf Gleis 4 wurde eben angesagt heute der Flixtrain 25 nach Frankfurt, wo wir mit nach Würzburg mitfahren werden. Abfahrt ursprünglich 9.24 Uhr. Und es wird höchstwahrscheinlich die Flixtrain Taurus sein mit den Flixtrainwagen. So, und da hinten kommt unser Zug auch schon. Richtig cool, endlich. Sehen wir ihn das erste Mal. Ich bin schon wieder so gehypt und wir fahren sogar mit. Das haben sich ja einige von euch gewünscht. Jetzt tun wir es. Gegangen aus vorheriger Fahrt aus dem Nachtliner. Der wurde kreuz und quer durch Deutschland umgeleitet durch viele Baustellen der Deutschen Bahn und kam sehr spät in München an. Des Weiteren Wagen 4 und Wagen 5 sind heute leider nicht verfügbar. Fahrgäste verteilen sich bitte im ganzen Zuglauf. Das sind 4 Waggons, wir haben genügend Plätze frei. Gehen Sie einmal durch, suchen Sie sich einen schönen Platz aus. Es sind genügend Plätze frei. Und bitte denken Sie daran, Ihren medizinischen Mund-Nasenschutz korrekt über Mund und Nase während der gesamten Zugfahrt zu tragen.
Und nun starten wir los in Richtung Würzburg. Dies wird dann unser nächster Halt sein. Ich hoffe nicht.
Bloß ein Schild. Ja. Haben wir eine Hotbox raus. Das war ein Loch. Aussteigenden Fahrgästen wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Kommen Sie alle gut an Ihr Ziel. Das Zug- und Lokteam sagt nun Servus und Tschüss. Bleiben Sie alle gesund und passen Sie alle gut auf sich auf. Und beim Aussteigen achten Sie bitte auf Ihr Hand- und Reisegepäck, dass im Zug nichts zurückbleibt und Sie später schmerzlich vermissen werden. Nächster Halt, Würzburg Hauptbahnhof. So, dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Also, ich muss vorneweg schon mal sagen, ich finde den Zug von innen und von außen wirklich sehr ansprechend. Von außen Farbe grün ist einfach mal was anderes. Die Lok ist übrigens angemietet bei D-Dispo-Lok, also bei MRCE. Und ja, also fangen wir mit den Wagen an. Also die Inneneinrichtung finde ich sehr ansprechend. Dafür, dass ich 5 Euro bezahlt habe, 4,99 von Augsburg nach Würzburg. Und auch dafür, dass der Maximalpreis, glaube ich, bei einer einfachen Fahrt von München nach Berlin und Hamburg bei ungefähr 15 Euro liegt. Also wirklich sehr, sehr gut. Es gibt WLAN, es gibt für meine Begriffe für den Preis sehr gute Sitze mit Kopfstütze. Es gibt Getränkehalter, es gibt kleine Klapptische mit Getränkehalter, es gibt Steckdosen, es gibt WLAN. Das Allgemeinambiente gefällt mir richtig gut mit dem Licht, mit den Wellendächern, also wirklich, wirklich klasse. Und auch so die Einrichtung mit den Holzdingen ist gut. Es gibt Übersetzfenster 5 cm. Es gibt eigentlich alles, was man sich für den Preis wünscht, für 5 Euro. Das ist eine richtig gute Konkurrenz zur Deutschen Bahn und ich hoffe, dass das auch so gut ist. Es
gucken wir uns die Ausfahrt an und dann melde ich mich noch mal kurz. Und sogar Tonleiter, sehr cool. Das Einzige, was der Zug mal wieder gemacht werden könnte, ist waschen. Also der ist sehr dreckig. Also von außen, von innen war er sehr sauber. Hier seht ihr unseren Wagen. So, hier drüben müsste dann die ICE von der Linie 41 kommen, von Dortmund Richtung München über Nürnberg. Ja, ist auch so. Soloeinheit ICE 3 Baureihe 403 von DB Fernverkehr. Immer sitzt er mit dem Namen Schaffhausen. Also wie gesagt, mein Fazit zum Flixtrain ist grundauf positiv. Ich wollte auch schon mal lang auf der Strecke von Treuchtlingen nach Würzburg fahren, weil ich wusste, die ist sehr schön, die hat mir auch sehr gut gefallen. Also gelungene Fahrt in dem gelungenen Zug mit gelungenem Strecke. Wettermäßig ist es sogar in Würzburg so, dass die Sonne rauskommt und ein bisschen die Sonne rauszieht, was ich auch sehr schön finde. Ein bisschen Sonne. Ist auch ein bisschen wärmer geworden, so 18 bis 20 Grad. Das Einzige, was mich wieder maßlos aufgeregt hat, ist, was die Schaffnerin gesagt hat, dass die Fernverkehrszüge und die Regionalverkehrszüge, die nicht der Deutschen Bahn angehören, massiv benachteiligt wird. Es mag sein, dass Baustellen sind, ja. Aber so angerotzt und angewidert, wie die über die Deutsche Bahn hergezogen hat, ist da mit Sicherheit auch wieder mehr gewesen, mit nicht nur mit Umleitung wegen Baustelle, sondern auch mit Diskriminierungswarten an roten Signalen und so weiter. Aber da will ich gar nicht weiter drüber reden, weil da rege ich mich nur wieder auf. Aufnehmen werden wir jetzt hier ungefähr nur eine halbe Stunde durch die Verspätung und dann schon wieder um 13.39 Uhr mit der Regionalbahn nach Treuchtlingen fahren. Und in Treuchtlingen melde ich mich dann aus dem Zug nochmal, weil es dann sein kann, dass wir nochmal irgendwo unterbrechen. Aber da wissen wir später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß hier in Würzburg. So, dort hinten im Regio-Bereich ist schon mal einiges abgestellt. Ein 425er, Zweiteiler, Vierteiler, 111 mit Doppelstockwagen. Schon mal richtig was los. So, und durch den ICE 3 hier haben wir jetzt auch schon mal einmal komplett alle Zugverkehr drauf, alle ICEs. Richtig cool, alle Baureihen. Auch hatte der Flixtrain einen sehr sauberen Innenraum, sehr, sehr freundliches Personal. Also da kann sich echt die Deutsche Bahn eine Scheibe von abschneiden. Und ja, also von Grund auf ein echt, echt super Zug. Und hätte ich die nette Kollegin Fahrgast nicht gehabt, die mir ihr Kabel ausgeliehen hätte, dann wäre ich jetzt aufgeschmissen, weil mein Ticket auf dem Handy ist und so und ich gar nicht mehr weiter spotten hätte können. Die hat mir ihr Kabel ausgeborgt, weil ich meins daheim vergessen habe. So, hier auf Gleis 1 fährt durch eine Boxpress Vectron mit einem Container-Ganzzug von Norden Richtung Süden. So, dort hinten im Güterbereich wird uns gleich eine Werbelok mit einem Gaskessel-Ganzzug begrüßen. Das ist eine komplett grüne. Von DB Cargo und die Web für CO2 frei auf der Schiene.
richtig gut. Auch wenn die uns jetzt vom DB-Zug zugefahren worden ist. Von der Mainfrankenbahn, die bereitgestellt wird. Aber ich glaube, dort hinten könnt ihr sie noch mal ganz gut sehen. So, der ICE von der Linie 41 fährt dann gleich aus um 13.13 Uhr. Ob der jetzt pünktlich ist oder nicht, müsst ihr nachgucken, das weiß ich nicht. Ich finde es cool, dass die Sonne hier in Würzburg ein bisschen rauskommt. Aber wahrscheinlich, wenn wir zurückfahren, wird es wieder kühl und neblig sein. Deswegen genießen wir es. So, da fährt die CO2-frei Schienen-DB Cargo-Lok mit ihrem Gaskesselzug auch schon wieder aus. So, hier seht ihr einen Twindex-Baureihe 445 vierwegig von DB Regio Bayern Main-Spessart Express als RE55 nach Frankfurt am Main, aber den werden wir nicht mehr aufnehmen, über Aschaffenburg, Hanau und Frankfurt Main Süd. Und wenn wir uns drehen, dann sehen wir hier vorne die Regionalbahn nach Bamberg über Schweinfurt, der hat Abfahrt um 13.21 Uhr auf Gleis 9, Doppeleinheit Baureihe 440, dreiwegig von DB Regio Bayern Mainfrankenbahn und der hintere ist modernisiert. So, das ist auf Gleis 1 ist der Henkelzug von Norden in Richtung Süden. Baureihe 140 von der Bayernbahn. So, die RB53 fährt jetzt aus. So, hier kommt der RE54 von Frankfurt am Main nach Bamberg. Twindex-Baureihe 445 von DB Regio Bayern Main Spessart Express. Schaut mal, da kommt eine alte Bekannte. Baureihe 120 mit ihrem Messzug, Leute, die wir in Augsburg schon gesehen haben.
Achso, der ICE kommt aus München, ist eine Doppeleinheit ICE 2 Baureihe 402 von DB Fernverkehr. Beide Klimaschützer und die Namen der beiden Züge sage ich euch dann gleich, der beiden Triebwegen. Der vordere hier heißt schon mal Ludwigslust. So, das Ausfahrtssignal steht auf volle Fahrt Richtung Schnellfahrstrecke, Richtung Fulda. Und der hintere heißt Risa. So, als nächstes müsste dann eigentlich die 120 Ausfahrt bekommen, weil der ICE auf dem Gleis Einfahrt hätte eigentlich. Das war der ICE von Hamburg-Altona nach München, der dort hinten auch schon kommt, über Nürnberg, und der hat Abfahrt um 13.31 Uhr, eigentlich von dem Gleis hier, zwar von Gleis 5, ich glaube aber, dass der auf Gleis 4 einfährt, das heißt, wir nehmen jetzt noch die Einfahrt auf und gehen dann zu unserem Zug. Also bis gleich. Bevor der ICE kommt, wollte ich euch noch einmal das Panorama dieses wunderschönen Bahnhofs zeigen, wo wir definitiv auch wieder herkommen werden. Für längere Zeit. Das war ja eigentlich auch heute für länger geplant, aber naja, man kann nichts machen. Wir gehen schon, ich gehe schon mal ein bisschen in den Bahnsteig Mitte. Oh, guck mal, da ist ein Oberleitungsturmzug. Denn dann können wir schneller zu unserem Zug rübergehen. So, und der ICE ist ein ICE 1 Baureihe 401 von DB Fernverkehr, kein Klimaschützer. Und den Namen sage ich euch gleich. Und wir haben noch 5 Minuten Zeit, denn unser Zug fährt erst um 13.41 Uhr. So, und der ICE 1 heißt Osnabrück.
Den IC1 mit dem Namen Osnabrück habe ich noch nie gesehen. So, auf Gleis 4 kommt der ICE von irgendwoher nach Wien. Zolleinheit, ICET, Klimaschützer, nicht. Hansestadt, Warburg heißt er. Baureihe 411 von DB Fernverkehr. Und wir fahren gleich mit dem 425er, das heißt, ich mache einige Fahrtaufnahmen für euch. Und dann sehen wir uns in Treuchtlingen wieder. Bis dann. Leute, also ich muss sagen, mir gefällt es sehr cool, den 425er zu fahren. Ist auch mein erstes Mal, freut mich richtig. Und ich setze mich jetzt dann gleich später nochmal woanders hin, wo man den Motorsound bei einmal anfahren richtig schön und bei einmal bremsen richtig schön hören kann. Und jetzt bleibe ich erstmal noch ein bisschen hier sitzen und genieße die Fahrt. Und im Anschluss seht ihr dann noch ein paar Fahrtaufnahmen und Bilder und in die Motoraufnahmen von einem anderen Platz und dann ist dann in Treuchtlingen, wo ich mich wieder melde.
schöne Landschaft hier auf dieser Strecke. Erstaunlicherweise immer noch Sonne. Mal gucken, wie es wird, umso weiter südlicher wir kommen.
sollten euch solche Mitfahrvideos gefallen, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann könnten wir sowas gerne öfters machen. Strecken könnt ihr auch gerne vorschlagen. Und dann zur Zugvorstellungen, die mit dem Flixtrain, können wir, wenn es euch gefallen hat, auch gerne nochmal machen, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Da schwebt mir zum Beispiel der Alpenzug Nachtexpress für den Winter vor, wo wir dann auch hauptsächlich Streckenfahrten machen können. Vielleicht noch ein bisschen was anderes dazu. Also solltet ihr Streckenfahrten und Zugvorstellungen nochmal sehen wollen, so in dieser Art und Weise, wie es dieses Video ist, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, damit ich das weiß. Nächste Station, Ansbach. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Fahrplanaushänge und weitere Informationen am Bahnsteig. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Also hier aus Ansbach werden wir hundertprozentige Sicherheit auch nochmal ein Video drehen demnächst, was auch richtig cool werden wird, da bin ich mir ganz sicher. Sound einigermaßen hören, ansonsten gibt es in einem anderen Video nochmal, wo ihr dann 425er fahren solltet. Jetzt melde ich mich dann erst wieder im Twindex 6-wegig Solo-Einheit Baureihe 445 von DB Regio Bayern in Donauwörth, denn da möchte ich euch dann aus dem Zug raus noch was zeigen. Und dann erst wieder in Augsburg. Also bis dann. So, ich begrüße euch jetzt hier im Twindex. Das ist nur ein vierwiegiger Twindex, Baureihe 445 von DB Regio Bayern. Und das ist der RE16 von Nürnberg nach Augsburg, in dem wir jetzt gerade eben in Treuchtlingen eingestiegen sind. Mit dem fahren wir jetzt dann gleich nach Augsburg und in Donauwörth. Da zeige ich euch noch ein kleines Highlight. Also achtet mal auf die Gütergleise in Donauwörth, ob ihr was erkennen könnt.
Nächster Halt, Donauwörth. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, meine Lieben, wir sind zurück in Augsburg am Hauptbahnhof und ich hoffe, ihr habt das gesehen, das Highlight in Donauwörth, was ich euch dort ohne Sprache angezeigt habe. Und zwar die Stadler Flirt-Triebzüge von Go Ahead Bayern waren dort abgestellt, die schon fertig sind, weil ab Dezember geht es ja los. Und ich muss sagen, mir gefallen die Züge richtig gut, ich habe sie ja schon auf Bildern gesehen, aber die sind echt wunderschön geworden. Ich hoffe, euch gefallen sie auch und ihr habt es gesehen. So, und der erste Zug hier in Augsburg ist der RE71 aus Memmingen mit RE73 aus Bad Wörishofen. Ankunft um 17.30 Uhr auf Gleis 7 Süd, Doppeleinheit Baureihe 642 von DB Regio Bayern. Und der RE 7 nach Lindau-Reutin mit RE17 nach Oberstdorf fährt von Gleis 12 aus. Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. So, auf Gleis 5 fährt ein der RE9 nach Ulm Hauptbahnhof, vorderer Zugteil, mit RE8 mittlerer Zugteil, mit RB89 nach Aalen hinterer Zugteil. Zugteilung ist in Augsburg Hauptbahnhof, der vordere Zugteil hätte Abfahrt gehabt um 16.24 Uhr und die anderen beiden um 16.29 Uhr. Die haben beide etwas Verspätung, circa. Also wir haben jetzt 39, also bis der nach Ulm wegfährt, hat er so 17, 18 Minuten und der hintere auch. Und die hinteren beiden werden dann nochmal in Donauwörth getrennt und das ist eine Dreifacheinheit Baureihe 440 von DB Regio Bayern Fugger Express und der mittlere ist modernisiert von der Mainfrankenbahn angemietet. So, auf Gleis 10 ist jetzt ausgefahren die RB 77 von Augsburg nach Schwabmünchen über Wobingen, Abfahrt um 17.30 Uhr.
machen Abfahrt um 16.36 Uhr auf Gleis 10 mit wenigen Minuten Verspätung, Dreifacheinheit Lind 41, Baureihe 623 von der BRB vom OLB-Netz. So, und auf Gleis 6 fährt ein Güterzug durch von Norden Richtung Süden. Boxpress Vectron mit einem Container Ganzzug. Der Flachwagen-Express zum heutigen Tag. So, die Doppeleinheit Baureihe 642 von DB Regio Bayern bekommt jetzt einen Schifffahrt raus. Der RE nach Ulm, dort im Hintergrund, fährt mit 20 Minuten Verspätung um 44 aus. So, Doppeleinheit, Baureihe. Den Zug gucken wir uns aber nicht an. Nun zu dem hier. Das war ein RB69 von Augsburg nach Kaufering. Abfahrt um 17.45 Uhr, 17.46 Uhr auf Gleis 9. Doppeleinheit Lind 41, Baureihe 623 von der BRB vom OLB-Netz. So, dort hinten macht sich die RB nach Donau, wird die gerade eben durchgerufen, ist schon bereit. Die gucken wir uns auch nicht an. Denn der RE8 und die RB89 haben schon Fahrt bekommen. Der hintere Teil hier stammt übrigens auch von der Mainz-Bahn. Dieser Zug hier kommt aus München Hauptbahnhof. Ist der hier. Und das Ganze ist eine Sandwich-Station Baureihe 111 mit Doppelstockwagen. Das ist die RB87 nach Nördlingen und nicht nach Donauwörth. So, also wir werden uns die RB nach Schongau doch angucken. Das ist eine Soloeinheit Lind 41, Baureihe 648 von der BRB vom Chiemgau, vom Ammersee-Altmetallnetz. Und nennen tut sich der Ganze mit uns nach Obergriesbach.
So, dann haben wir dann noch personenzugtechnisch die RB13 nach Friedberg. Abfahrt 17:01 von Gleis 2. Das ist dieser Lind 41 mit uns nach Augsburg Ammersee Altmühltal. Ebenfalls Baureihe 648 Lind 41 von der BRB. Und danach zum anderen, den ICE von München Hauptbahnhof nach Berlin über Frankfurt. Abfahrt um 17:03 von Gleis 1. Mal gucken, was das für ein ist. Müsste aber eigentlich ein ICE 4 Baureihe 412 von DB Fernverkehr sein. Und ob normal XXL Klimaschützer, ja, nein und Name gucken wir dann, wenn er kommt. So, keiner hat was von Güterzügen gesagt. Dort hinten kommt die unterwegs mit Ökostrom rein Cargo, Smartron. Gleis 1 auf ICE 592 nach Frankfurt Hauptbahnhof Ulm-Stuttgart. Abfahrt 17:03. Abfahrt von Hauptbahnhof verkehrt dieser Zug weiter nach Erfurt Hauptbahnhof die erste Klasse. Heute im Abschnitt A, Vorsicht bei Einfahrt auf Gleis 1. Also nochmal zurück, die Rheincargo, Smartron oder Vectron unterwegs mit Ökostrom mit ihrem Kesselzug, kommt in den Gütebereich. Die sehe ich jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander und vorher habe ich sie nie gesehen. Auch komisch, aber naja. Also der ICE 4 ist schon mal kein Klimaschützer. Doch, ist ein Klimaschützer. Also das ist ein normaler ICE4, das ist ein Klimaschützer und da ist Metropole Ruhr. 12-wegig. Traumhaft. Dieser Sound ist einfach traumhaft. Bis gleich beim Auto. Okay, und noch nicht bis gleich beim Auto. Wir sehen uns erst nach diesem Zug hier beim Auto. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Eine Baureihe 187 Trax 3 von Rheincargo mit ihrem Containerzug von Norden Richtung München. Okay, und der fährt auf Gleis 4 durch. Und das ist keine Baureihe 187 von Rheincargo, sondern eine Baureihe 187 Trax 3 von Miltrans mit ihrem Containerzug von Norden Richtung München. Also bis dann gleich beim Outro. Das gute Stück wollte ich euch nicht vorenthalten. Gleis 5, Einfahrt RB 67er auf Stuttgart-Oberhausen, Abfahrt 16:08. Ich berichtige 17:18. Kurs und Fahr Einfahrt auf Gleis 5. Der scheint aber sehr leer zu sein.
Ja, der Containerzug, der ist nicht gut besetzt. So, meine Lieben, ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr dieses Video hier geguckt habt und bei euch verabschieden. Und ich hoffe, euch hat das Video so sehr gefallen wie mir. Ich fand diese Züge in Bayern und Tour sehr cool. Erst den coolen Zugverkehr, spannenden Zugverkehr in Augsburg. Dann die Flixtrain-Fahrt fand ich sehr, sehr cool. Da habe ich euch schon alles dazu gesagt. Fand ich aber einen sehr schönen Zug und fand ich sehr, sehr cool. Dann der Kurzzugverkehr in Würzburg war auch cool. Und jetzt die Rückfahrt mit der Baureihe 425 und dem Twindex und den Stadler Flirt-Triebzügen von Go Ahead Bayern war auch mega cool. Sollte euch das Video so sehr gefallen haben wie mir, dann könnt ihr es sehr gerne liken, teilen, kommentieren, Lobkritik, Anregungen und so weiter da lassen. Alle anderen Videos gucken, teilen und kommentieren, Lobkritik und Anregungen. Den Kanal selbstverständlich abonnieren und ja, zum vorherigen, was ich gesagt habe, sollte euch dieses Format gefallen, dann schreibt es in die Kommentare, dann können wir sowas öfters machen mit Rundfahrten bzw. mit Zugvorstellungen und ja, die Nightjet-Sache mit dem großen Video nächstes Jahr rückt bisher auch ein kleines bisschen näher. Das wird bestimmt auch gut, wenn es so kommt, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und ja, das bleibt mir nur noch anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Teil 3 von den Nürnberger Bahnhofsvideos. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Robin.